Willkommen bei Victoria 3. Neuer Stream auf Twitch, den wir heute beginnen am 11. November 2022. Wer aus dem Rheinland kommt, zuckt jetzt zusammen und weiß, oh Gott, WB, ist das Maske oder ist das WB in echt? 11.11. Beginn der fünften Jahreszeit bei mir in meiner Heimatstadt in Köln oder auch in Düsseldorf, in Mainz und wo auch immer. Karneval beginnt, aber nein, ich bin überhaupt kein Narr. Ich will auch nicht karnevalesk. War ich noch nie, vielleicht als Kind ein bisschen begeistert, haben wir Cowboy und Indianer gespielt rund um Karneval, aber auch sonst oft. Aber wenn man ein bisschen älter wird, also kann ich persönlich nichts mit anfangen und deshalb ist es mir auch überhaupt keinen. Ich finde das völlig okay, jetzt für euch und mit euch gemeinsam Victoria 3 zu spielen. Ich leide dabei nicht in keinster Weise. Es kann nur sein, ich habe nämlich ein Tischmikrofon, das sieht so aus. Ich will nicht aufschließen, dass vielleicht, wenn im Hintergrund demnächst Party gemacht wird, dass es ein bisschen mit aufs Mikrofon draufkommt. Also falls ihr euch fragt, wer jubelt da die ganze Zeit und wer feiert, sind das die belgischen Bürger und Bürgerinnen oder ist das, es ist wahrscheinlich nur Partyvolk aus Köln. Wir haben unsere erste Kolonie, die ist hier vorne zu sehen, die haben wir letztes Mal gegründet, die ist im Aufbau begriffen. Das ist auf dieser Insel. Ey Leute, ihr müsst mir mal sagen, wie spricht sich das aus? Es wird ja geschrieben C-Lebes mit C vorne. Heißt es Seelebes? Heißt es C-Lebes? Heißt es See, C, stimmhaft, stimmlos, mit T vorne oder keines? Die anderen Inseln hier, das sind Borneo, das ist, glaube ich, Java oder Sumatra. Oder das Java, das Sumatra oder umgekehrt. Das ist Mandanao, die Insel hier vorne. Und dann gibt es viele Kleinstinseln noch drumherum. Und die dicke hier unten kennen wir, das ist Australien. Unsere Kolonie wächst allmählich. Wir haben ein Gesetz, das gibt auf Dauer Ärger. Denn wir haben einen großen Staat daneben. Das ist Sulawesi. In Sulawesi hat auch 18 Bataillone. Die haben allerdings keine, die sind nicht so stark. Das sieht man daran, dass man mal guckt, welche Militärprojektionen die geben. Da kann man das sich ganz gut anschauen. Schauen, ob wir das über den Rang erkennen können. Nee, auch nicht. Also die haben keine starke Militärmacht, vielleicht über die Militärgeschichten, ob wir uns das da anzeigen lassen können. Ich finde es gerade nicht. Also auf jeden Fall sind die gerade, man muss immer, Infos sind meistens nicht da, wo man gerade sucht. Also auf jeden Fall haben die keine große Militärprojektion, weil die nicht so ein starker Staat sind und wir haben eine höhere Militärprojektion. Wenn man das, also das ist der Wert, der Angeberwert oder wie man Militärprojektion bedeutet, also das ist der Einfluss aufs Prestige aufgrund der Militärmacht und die besteht aus zwei Sachen, Anzahl der Truppen und Fähigkeiten, technologischer Fortschritt, wie fit unsere Generäle sind, wie viel Boni die uns geben, wie coole Waffen wir benutzen aufgrund unserer Kasernen, welche Waffen, welche Technologien wir dort eingestellt haben und anderes mehr und da sind wir mächtiger. Allerdings haben wir im Augenblick hier vor Ort, man sieht das beim Militär, wir haben ein Hauptquartier hier errichtet, ein indonesisches Hauptquartier. Dort sind aber noch keine Truppen vor Ort. Im Kriegsfall oder im Konfliktfall würde hier ein Einberufungszentrum entstehen. Wir können auch schon Gebäude bauen vor Ort. Eines bauen wir bereits, das ist ein Hafen. Der Hafen sorgt dafür, dass wir überhaupt Marktzugriff hier bekommen. Der ist im Augenblick bei null, der Marktzugriff, oder bei super, super wenig, genau bei 0%. Und das bedeutet einfach, die sind Teil des belgischen Marktes, die Kolonie, die wir hier gründen, aber die Güter, die wir hier produzieren oder die Güter, die der Markt zur Verfügung stellt, die werden nicht ausgetauscht. Also die Bürger, die erleben, wir haben keinen Zugriff auf die Güter, die wir in Belgien, in Holland, in Flandern, in Wallonien produzieren und handeln. Einfach weil es 0% Marktzugriff ist und umgekehrt das, was die herstellen, können wir wiederum auch auf dem Markt, das ist uns auch nicht verfügbar. Also Färbemittel, Reis oder was auch immer hier entsteht. Also das große Ziel ist, den Marktzugriff hochzutreiben und Voraussetzung dafür, erster Schritt ist immer Bau eines Hafens. Das haben wir auch schon gemacht, Hafen entsteht hier vorne. Und der ist im Bau. Hier, da seht ihr das, Baufortschritte 6,5% etwa und der entsteht hier. Was mich sehr überrascht hat, ist, dass die Ressource Bau wiederum hier zur Verfügung steht, auch wenn wir selber noch keinen Bau
Sektor gebaut haben. Finde ich irgendwie ein bisschen von der Logik her inkonsequent. Anders, wenn's, andererseits, wenn es anders wäre, dann wir hätten ja noch gar keinen Bausektor. Wie soll man dann überhaupt irgendwann mal was bauen? Insofern bin ich eigentlich froh, dass es das gibt. Wir werden allmählich größer. Irgendwann führt zu einem Konflikt mit Sulawesi. Also im Augenblick dulden die das. Dass er da quasi, entschuldigt das hässliche Bild, wie ein Tumor wuchern. Im Augenblick finden die das cool, dass da so Europäer sich niedergelassen haben in der Kolonie. Die finden, ach, die Belgier und auch dieser WB, die sehen sympathisch aus. Die führen sich ja keine schlimmen Sachen im Schilde. Das sind freundliche Gesellen, die wollen mit uns Handel treiben. Okay, die haben so eine belgische Flagge in Sand reingesteckt, aber das sind ja auch hübsche Farben. Schwarz-Gold und Rot haben auch andere Reiche und da sind die auch sehr hübsch und vielleicht sieht ja auch adrett aus, sehen auch sympathisch aus. Diese Waffeln, die die uns servieren als Gastgeschenke, schmecken auch lecker und dass uns dann später erst aufgrund dieser zuckrigen Delikatesse die Zähne ausfallen werden, das wissen wir jetzt noch nicht. Nach uns die Sintflut und die Zukunft. Aber irgendwann werden die halt begreifen, es ist auch ein bisschen heikel und dann wächst die sogenannte Spannung in Sulawesi. Ihr seht das hier vorne, den zentralen Wert, den Spannungswert. Hier, noch ist ruhig. Spannung wird allmählich aufbauen. Je mehr die Kolonie wächst, desto mehr Spannung wird entstehen. Und irgendwann werden die wahrscheinlich ein Diplomatiespiel mit uns starten. Ja. Dann bedrohen die uns, dann sagen die, haut ab. Und wir sagen, nein, wir hauen nicht ab. Und wenn wir viele Truppen vor Ort haben, also irgendwann sollten wir vielleicht auch Kasernen bauen oder einen General zuweisen oder gucken, wie viele einberufenen Armeen wir vor Ort aufstellen können, dann sollten wir eigentlich im Notfall, falls die beim Diplomatiespiel nicht aufgeben, zurückschlagen können. Und dann könnte es sogar sein, dass wir den ganzen Staat auf einen Rutsch als unsere Kolonie haben. Die ganze Sache hat aber ein riesen Risiko. Und bei einem Diplomatiespiel könnten sich auch andere Nachbarn mit einmischen. Und dann könnten wir schnell einen Weltkrieg am Hals haben, dann könnten andere vielleicht hier auch Krieg führen und andere, die stärker sind als wir. Jetzt haben wir natürlich insofern halbwegs Glück, weil wir ein Netz von guten Beziehungen knüpfen und uns einschleimen bei den großen Kolonialmächten der Welt. Wir haben bei den Franzosen einen Handelsvertrag, wir haben mit den Briten einen Handelsvertrag. Eigentlich schleimen wir uns überall ein. Es könnte sein, dass die mit uns halten. Könnte sein. Wenn wir Pech haben, dann mogeln die uns mit rein und stellen sich vielleicht auf die Seite von Sulawesi. Dazu gibt es noch, wir haben einen starken Nachbarn hier. Alle, das ist ja diese Region hier, ne? Und alle, die ein Interesse erklärt haben, die können sich in das Diplomatiespiel einmischen. Dazu fällt leider auch die Niederländer. Die Niederländer haben ihr eigenes Kolonialreich. Die sind ja ebenfalls vor Ort. Es gibt eine Winzmacht in Niederländisch-Indien. Und die wiederum sind wahrscheinlich, ich habe es mir noch nicht angeguckt, eng verbunden. Ein Generalgouverneur. Sind aber auch nur eine Winzmacht, okay. Haben also sehr viele Bataillone. Oh lala. Und sind die verbunden wiederum mit den Niederlanden? Ja, die sind mit einem Dominion verbunden mit den Niederlanden. Das heißt, die führen den einen Teil des Geldes ab. Die sind selber schon relativ mächtig. Die Niederländer könnten mitspielen. Die sind mittlerweile nicht mehr so mächtig. Die haben ja ihre Kernprovinz Holland verloren. Ei, an welchen Schurken war das denn? Aber die sind ja auch sehr stark. Also das könnte zu Problemen führen. Da müssen wir aufpassen. Es könnte auch ein Grund sein, vielleicht sogar schon mal dezent im Hintergrund anzufangen, unsere Flotte auszubauen. Und die vor Ort hinzuschicken und die dann mitzukämpfen, das könnte man auch machen, denn der Flottenausbau dauert richtig, richtig lang. Also das könnte man machen. Sollen wir uns das mal anschauen, ob wir das machen wollen? Ja? Wenn, dann bauen wir die Flotte aus hier vorne. Hier haben wir einen komplett ausgebauten Hafen. Wir haben aber eine Marinebasis, die bis zu 40 Stufen haben kann. 8 haben wir. Jede Stufe gibt ein Kriegsschiff. Und hier vorne, das ist Holland. Dann haben wir hier nach vorne hier noch Belgien. Und hier haben wir die Kriegsmarine noch gar nicht ausgebaut, glaube ich. Marinebasis, die haben wir noch gar nicht ausgebaut. Wir haben also zwei Möglichkeiten. Wir bauen in beiden aus oder wir bauen oben aus. Wenn wir oben ausbauen, bekommen wir wahrscheinlich so einen prozentualen Vorteil. Wenn man einen mehr baut. Und
Modifikatoren. Plus 80 marine Machtprojektion. Also für jede marine Basis bekommen wir 10 dazu. Mal gucken, wo der Bonus steht, den man bekommt, wenn man eins mehr baut hier vorne. Ist das das hier? Nee, das sind die Kriegssegelschiffe. Das ist auch direkt. Ich sehe gar keinen prozentualen Bonus. Seht ihr den, wo der eingepreist ist? Also ich sehe den prozentualen Bonus, dadurch, dass man das in einer Region fokussiert, gerade nicht. Könnt ihr das sehen? Seht ihr das? Ich kann das nicht sehen. Vielleicht gibt es das ja auch nicht. Mal schauen, ob das wie das mit den Kasernen ist. Wenn man irgendwo Kasernen baut, ob dadurch ähnlich ein höherer Durchsatz entsteht wie in einem Produktionsgebäude. Ich könnte mir vorstellen, das gibt es beim Militär nicht. Hier haben wir 5 gebaut, es müsste also irgendwas mit 5 sein, plus 50 Defensive. Nee, das sind unskalierte Modifikatoren. Also ich glaube, die gibt es nicht. Mal schauen, wo die bei den normalen Gebäuden auftauchen, bei den Produktionsgebäuden. Da unten steht sonstiger, plus 16% Durchsatz durch 17 Gebäude. Also es taucht unter sonstiger auf, bei den normalen Gebäuden. Hier gibt es einen Faktor sonstige, aber das ist nur die Anzahl der Bataillone und die Urbanisierung. Tatsächlich, es gibt es nicht. Gibt es bei Kriegsschiffen nicht. Dann ist das im Prinzip egal. Dann könnten wir uns überlegen, ob wir die Flotten hier oben machen. Dann hätten wir auch das Risiko ein bisschen verteilt. Falls eines der beiden erobert wird, dann wäre die andere Flotte, dann wären die anderen Flotten futsch. Wir schauen mal, wie es hier vorne aussieht mit der Anzahl der Arbeitskräfte, die uns zur Verfügung stehen. Wir sind im Augenblick 8000. Unten haben wir 1000, die uns zur Verfügung stehen. 1000 Arbeitslose. Die sind 8000 Bauern. Dann lass uns das hier mal ausbauen. Wo entstehen denn alle Gebäude, die wir im Augenblick im Bau haben? Wo werden viele Arbeitskräfte verbraucht? Wir haben in Belgisch, in Holland die Eisenbahn, Flandern, Wallonien. Wir haben das gut verteilt. Dann lass uns das hier oben doch erstmal nochmal, oder wir bauen in beiden aus. Das wird ja eine Weile dauern. Wir können auch in beiden ausbauen. Also hier unten bitte einmal ausbauen. Eine Marinebasis mehr. Fangen wir mal damit an. Und ist am Ende der Bauschlange. Platonios, danke fürs 23. Abo. Danke für diesen sehr, sehr lieben langen Satz Blumen zurück und vielen lieben Dank. Freut mich, dass du dich hier so wohl fühlst. Und danke auch an Cumtrain Bo fürs, wie viel, der zweite Abo? Danke an dich. Oh, wir haben ein Event. Die Bevölkerung in Kuku, oh Gott, die Bevölkerung in Kiku, ach, in Kiku, also irgendwo in Ostafrika halt, wandert, ein großer Teil davon wandert rüber zu uns. Und die landen jetzt über Zeit in den nächsten Tagen und Wochen bei uns. Und das ist natürlich extrem positiv. Wie gut, dass wir in hohem Tempo ausbauen. Ich finde, wir könnten sogar den Bausektor nochmal ausbauen, weil das so gut läuft. Wird allerdings finanziell die Frage sein, ob wir das so durchziehen können. Wie sieht es aus bei den Erlassen bei uns im Augenblick? Wir haben die soziale Durchlässigkeit für mehr Bildung in allen dreien. Brauchen wir nochmal eine Steuer. Da kommen wir auch ohne Steuer durch. Steuer erhöhen würde mehr Radikale geben. Wir würden 40.000 mehr verdienen und könnten, dann könnten wir den Bau, die Baugeschwindigkeit steigen, indem wir noch ein paar Bausektoren bauen. Weil das ist so ein irres Tempo, in dem wir hier ausbauen können. Oder habt ihr das Gefühl, das Bautempo ist genau richtig? Sollen noch mehr bauen, weil wir so viel Einwanderung haben? Wir könnten die Steuern erhöhen. Wenn wir die Steuern erhöhen, brauchen wir allerdings
Nee, einfach hier. Wir könnten eine Verbrauchsteuer einführen, die kostet aber 100. Dann müssten wir einen Erlass wegnehmen. Wir könnten bis zu 100 verdienen hier durch den Wein. Es kann mittelbar auch zur Radikalisierung führen, Verbrauchsteuern, weil sich Leute was nicht leisten können. Eis für nichts. Danke fürs 32. Ich mache das mal kurzzeitig. Jetzt werden wir die Steuern erhöhen hier. Die Leute werden etwas weniger... Ah, wir verlieren auch an Legitimität. Dann wird das Gesetz später durchlaufen. Wir gönnen uns das mal. Wir sind vielleicht im Plus. Und jetzt bauen wir tatsächlich mal... Sorgen wir für einen höheren Bausektor, ja? Wo hatten wir bislang... Wo haben wir den höchsten Bausektor? Überhaupt... In Wallonien, Flandern, Holland eskaliert. Dann bauen wir in Flandern Bausektor aus. In Flandern sollten auch sehr viele Menschen sein. Bauen wir gleich zweimal den Bausektor aus. Genau. Schieben das auch nach vorne, damit alles schneller geht. Und danach den Hafen. Wie viele Arbeitslose haben wir in Holland? Können wir uns das leisten? Also die Einwanderung sollte hier gleich ankommen. Ich hoffe sehr, das gibt jetzt nicht deutlich mehr Radikale. Dann hätten wir uns geärgert. Ja, morgen alle Mausklickerin. Akira fragt, was passiert, wenn wir die nächsten zwei Gebiete hier erobern, würde dann Niederländisch-Indien, was im Augenblick ein Dominion ist, den Niederländer uns auch gehören? Ich weiß es nicht. Ich vermute das nicht, weil die sind formal ein eigenständiger Staat. Schön, dass du dich freust. Oh, jemand ist gestorben, der Anführer der katholischen Kirche. Mhm. Der war aber ein gehasster Typ. Ist schon mit 45 gestorben. Krass. So nennt man das auch. Er geht, wie das Spiel sagt, durch seinen Tod in den Ruhestand. Ja, ist nicht falsch, aber... Marktpreise. Wir schauen nochmal kurz, ob wir... wo wir dran drehen wollen. Tee. Ja, wird aber auch noch nicht nachgefragt. Ist zu teuer, das ist egal. Immer noch Probleme mit Wein. Dauerthema. Möbel, Dauerthema. Kleidung, Glas, da bauen wir allerdings auch überall dran, glaube ich. Ja, schauen wir mal, was wir da dann drehen können, ob wir dann noch mehr Importe machen können bei diesen Gütern hier, weil das ist einfach zu teuer. Wir beginnen erstmal mit Möbeln und schauen uns an, ob es da irgendwas gibt. Weinrute ist sehr teuer im Export, lassen wir mal weg. Wird Wein natürlich noch teurer. Check Möbel bitte. Zwei belgische Routen. Wir exportieren Möbel. Also das sollte man ja nicht machen, wenn der Preis so riesenhoch ist bei uns. Dann gehen wir hier mal tüchtig runter. Da wird der Preis sehr solide fallen. Welches dabei machen wir egal. Nehmen wir das hier mal weg mit den Preußen. Das sollte schon ausreichen. Dann schauen wir uns an den Kleidungspreis. Oh, hoppla, hab ja gar keine Handelsrouten bei Kleidung. Tatsächlich, hätte ich ja auch erstmal hier nachgucken können. Dann versuchen wir Kleidung zu importieren, wird schwierig. Ein Drittel zu hoch, ihr seht ja den Unterschied, etwa 500.000 sollten wir importieren. Und ihr seht, Kleidung ist überall so teuer, das kriegen wir nicht hin. Kriegen wir nicht hin. Also haufenweise Kleidung bauen, Tuchfabriken bauen, wäre gut. Problem, mal schauen, ob die überhaupt produktiv sind. Unsere Tuchfabriken sind sehr produktiv, das ist schön. In Flandern sind auch schon zwei im Bau.
Es kann sein, sage ich mal kurz den YouTube-Zuschauern, dass ich jetzt Sachen nachgucke, die ich für euch gefühlt eben nachgeguckt habe. Also im letzten Stream, jetzt gerade begann ein neuer, das kann für YouTube bedeuten, ein Video zuvor, das ist also 20 Spielminuten oder Videoguckminuten zuvor. Für mich waren es aber mehrere Tage, deshalb kann es sein, sage ich jetzt schon mal entschuldigt, wenn ich mal was für euch gefühlt doppelt nachgucke, was wir eben schon geguckt haben, das kann ich jetzt nicht ändern. Das ist schon extrem produktiv. Das würde, da würden wir weniger Kleidung bauen und mehr Luxuskleidung. Das ist nicht unser Interesse. Das hat, ist nur Automatisierung, da können wir nichts dran drehen. Bei Tuch können wir nichts machen. Tuch müssen wir einfach mehr bauen. Mehr ist nicht dran. Einzige Möglichkeit bei Tuch, bauen, bauen, bauen. Kann man durch Import, Export nichts machen. Nächste Sache, die wir uns mal anschauen, ist Glas. Es gibt Im- und Exportrouten und Glas ist zu teuer bei uns. 30% zu teuer. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Da ist Glas. Wir importieren bereits, so gut es geht. Und andere, ja, das ist die Krux vom letzten Mal, ich erinnere mich. Wir haben das Luxusproblem, dass wir Glas, wir sind super produktiv bei der Glasherstellung. Und weltweit gibt es einen absoluten Glasmangel. Das führt dazu, dass wir Glas zwar importieren können, aber dass es trotzdem andere Länder gibt, die feststellen, obwohl Glas bei den Leuten in Belgien relativ teuer ist, ist immer noch billiger als bei uns und es lohnt sich wiederum, das sich hier zu holen. Teilweise ist es ein wechselseitig sogar. Das sind andere Routen, die andere Länder machen. Die holen sich das Glas teilweise auch zurück. Schaut mal hier, die Briten holen sich das zurück und die Preußen. Ja, nur ernst. Wir kaufen denen den Markt leer und die versuchen verzweifelt, das zurückzukaufen. Und unsere Handelszentren profitieren von beidem, von den Importen und von den Exporten. Das ist schon sehr krass hier. Wir gucken mal, ob wir nochmal irgendwo importieren können. Weil die Routen der anderen können wir nicht verbieten, es sei denn, wir machen einen... Wir haben ein Embargo und wir wollen uns ja mit allen gut stellen. Das sorgt für ein Minimum an Preisverlust von uns. Das sind so geringe Mengen, das kann man auch knicken. Das gibt Bürokratie aus. Wir haben extrem viele. Aber das ist so ein geringer Profit. Das wächst auch nicht aus. Ich würde es nicht machen. Führt zu nichts. Das ist nur so eine typische Sache, wo man sich nur verzettelt über Zeit. Hilft eigentlich auch nur eins, dass wir versuchen, noch mehr Glas zu produzieren oder dass wir bei Glas noch profitabler sind. Anders geht's nicht. Ja? Wir schauen mal, was unsere Glasgebäude so machen. Die Glashütten, so heißen sie. Kristallglas, wir haben schon die beste Produktionstechnik hier. Das sorgt dafür, dass wir mehr Porzellan herstellen und weniger Glas. Ist nicht in unserem Interesse. Und mehr können wir nicht machen. Das ist schon alles, was wir machen können. Das heißt, bei Tuch gilt das Gleiche. Und bei Glas und bei Tuch gilt das Gleiche. Einzige Möglichkeit, was machen zu können, ist Gebäude. Plus Versuch von Import. Aber ergibt sich ja nicht. Ne? Wir könnten Zölle machen, ja, aber... das hilft in den Fällen überall nicht, weil die Zölle, die wir hier auch eingestellt haben, die wirken nur bei Ländern, mit denen man keinen Handelsvertrag hat. Wir haben eine Flut von Handelsverträgen. Wir haben 7 Handelsverträge am Laufen. Und zwar mit Frankreich, mit Preußen, mit Spanien, Portugal, Großbritannien, mit dem Osmanischen Reich und mit Qing, also mit den Chinesen. Wir könnten für alle wir können das machen, aber ich glaube... Ja, das sind alles Länder, mit denen wir Handelsverträge haben. Das heißt, wenn wir hier oben einstellen, was wir schon haben, Exportzölle besonders hoch, führt das zu den Ländern für keinen Schutzeffekt. Das Einzige, was damit uns ein bisschen verschützen, ist, dass andere Länder, mit denen wir kein Handelsabkommen haben, sich nicht auch noch unser Glas holen. Und das machen wir schon. Und das können wir auch machen bei Tuch, falls wir das nicht ohnehin da schon eingestellt haben. Ja, das können wir ja machen. Exportzölle steigern. Es könnte ein Schutz sein, es könnte dazu führen, dass die Niederländer, die liefern uns schon Tuch. Die liefern uns schon Tuch. Also, so viel zum Thema Tuch.
Man kann doch sicher irgendwo Glas herstellen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also andere Länder können natürlich Glas herstellen. Ja, aber die stellen das nicht so produktiv her wie wir halt. Wir sind diejenigen, die das hier am produktivsten herstellen einfach. Dann schauen wir uns noch an das Thema Transporte. Das Transport kann man nicht handeln. Das ist eine Ressource, die ist nur inländisch. Blei. Wir haben keine Routen. Da könnten wir was dran drehen. Nee, wir können auch Blei ausbauen. Dasselbe. Wir finden nirgendwo ein Land, wo wir das in vernünftiger Weise importieren könnten zu passenden Preisen. Wir können auch hier mal checken, ob wir bei unseren Gebäuden das Maximum rausholen aus unseren Bleiminen, die bei uns komplett in Wallonien stehen, also im südlichen französischsprachigen Teil von Belgien. Ja, das ist schon die produktivste Produktionsmethode. Die machen wir nicht, da würden wir mehr Blei gewinnen, aber die Sterblichkeit würde massiv steigen. Wir wollen demnächst das Dynamit erforschen, dann könnten wir mehr Blei rausholen. Das ist eine sehr coole Technologie, die wir gerne hätten. Und das ist nur Automatisierung, das haben wir schon eingestellt. Also da hilft auch nur Gebäudebau. Gebäudebau und Tech. Und die Tech. Dynamit, die hilft. Und sonst? Was ist sonst so teuer? Motoren? Wir exportieren und importieren. Wollen wir uns das mal anschauen? Da sind die Motoren. Ah, wir exportieren und wir importieren gleichermaßen. Das kriegen wir halbwegs austariert. Wir sind eine der weltweit führenden Industrien für Motoren, haben wir bei uns. Ja? Und trotzdem können wir. Und wir sind geringfügig zu teuer. Und andere Länder holen sich unsere Motoren. Dabei verdienen wir uns dumm und dämlich. Das ist im Prinzip okay. Wir schützen unsere Exporte. Das machen wir auch schon. Das heißt, Länder, mit denen wir keine Handelsverträge haben, müssen drauf. Also davon haben wir ein. Also das lohnt sich für die weniger, wenn die unsere Motoren sich halt holen. Ne? Und richtiger Hinweis im Chat von Dana, die das nochmal erklärt. Wenn wir unsere Exporte schützen wollen, machen wir hohe Exportzölle. Wenn wir unsere Importe schützen, also wenn wir nicht wollen, dass bei uns viel exportiert wird, dann machen wir hohe Exportzölle. Wenn wir nicht wollen, dass bei uns viel importiert wird, machen wir hohe Importzölle. Aber es greift, wie gesagt, nur für solche Länder, mit denen wir keine Handelsverträge haben, weil die sind zollfrei. Hier, Österreich, mit denen haben wir kein Handelsabkommen, die zahlen zum Beispiel Zölle bei uns. Aber die grünen Zahlen hier, das sind lediglich Einnahmen, die unsere Handelszentren haben. Das sind private Gebäude, die automatisch entstehen. Die entstehen umso mehr, je mehr Handelsrouten abgewickelt werden mit umso höherem Volumen. Und die haben auch einen Profit, die haben auch Eigner, die haben auch Arbeitskräfte, die beschäftigen dann zu gutem Geld. Also viel Handel zu haben, Außenhandel, ist mittelbar gut für unsere Wirtschaft, sofern, ne, weil dann diese Handelszentren gut funktionieren. Weil sowohl die Besitzer der Handelszentren als auch die Angestellten einen hohen Lebensstandard haben, Steuern erzielen, für uns für die Staatskasse erzielen und so weiter. Also wir haben viele Exporte. Die Exporte können wir nicht ausknipsen, die machen andere bei uns. Und die Routen sind im Prinzip vernünftig. Wir könnten schauen, die bringt fast gar nichts hier von den USA im Augenblick. Schauen wir mal, ob wir eine andere Importroute haben für Motoren. Eine zu den Franzosen kostet wieder Brücken. China, ja, die machen wir auf jeden Fall. Ja, die bringt fast nichts. Also, das ist auch irgendwie egal. Können wir auch lassen. Da hilft auch nichts viel. Da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Dann würde ich auch vorschlagen, dass wir auch für die Exportwirtschaft einfach auch weiter Gebäude bauen, Motorenfabriken bauen. Wir schauen aber auch hier erstmal in den Gebäuden nach, wie gut unsere Motorenfabriken ausgestattet sind technologisch von Arbeitskräften her, ob es da irgendwo ein Problem gibt. Wir haben 10 in Flandern, und weltweit haben wir die produktivsten Motorenwerke überhaupt. Wir haben eine sehr hohe Automatisierung, das heißt, wenig Arbeitskräfte werden dort beschäftigt und wir haben noch keine anderen Motoren zur Auswahl. Also da sollten wir auch noch weitere Technologien erforschen, dann wird deutlich mehr an Motoren noch produziert. Arbeitskräfte sind nicht komplett da, weil wir gerade ein geringes Minus machen.
weil wahrscheinlich der Exportpreis ist hoch genug, der Verkaufspreis. Es gibt. Das sollte sich aber eigentlich einpegeln. Ich denke, das ist nur kurzfristig. Die sollten eigentlich gleich gutes Geld machen. Schauen wir uns die nächsten Waren an. Also auch Motoren gilt bauen. Dann haben wir noch Obst. Wir haben Exportrouten, keine Importrouten. Das ist natürlich doof. Mal schauen, wer sich unser Obst hier holt. Hier vorne. Wir exportieren das Obst. Wir haben es übertrieben beim Obstexport. Müssen also schauen, dass wir hier ein bisschen runtergehen beim Preis. Das ist kaum ein Unterschied. Ach, das ist alles nur Stufe 1. Das ist winzig. Sind auch so winzige Beträge. Das ist vollkommen Wumpe hier. Nee, für uns, nee, für die Chinesen ist es, für uns ist es schon ein Unterschied. Vielleicht wird es schon ausreichen, das hier rauszuschmeißen. Oder das hier ist mit Russland. Mit denen haben wir kein Handelsabkommen. Das können wir machen. Aber dafür ist das sehr profitabel, an die Obst zu bringen, weil im kalten Russland haben die wenig Obst. Wir schmeißen das hier mal raus mit den Chinesen. Dann seht ihr schon die Auswirkungen hier oben. Das schmeißen wir auch einmal raus, dann ist der Obstpreis schon halbwegs okay. %, das können wir uns auch nochmal anschauen bei den Spirituosen, oh lala. Wir haben eine Importroute. Schauen, wer die unterhält. Wir importieren aus Portugal, das ist soweit okay. Und andere Länder schicken uns auch ihre Spirituosen rüber. Das können wir nicht beeinflussen. Mal gucken, ob wir noch eine Importroute machen können für Spirituosen. Ja, da lohnt sich doch einiges. Wir haben nicht so unheimlich viele Konvois von den Franzosen. Keine Bürokratiekosten, kein nichts. Unser Spirituosenpreis geht schön runter auf einen angenehmen Durchschnittswert. Das machen wir. Landgrenze Frankreich, Handelsvertrag, keine Konvois, keine Bürokratiekosten. Prima. Lassen wir jetzt mal durchlaufen. Jetzt schauen wir uns auch mal an, wie es umgekehrt aussieht auf dem Markt und welche Preise eventuell zu niedrig sind. Kunstwerke, ja, das Problem. Das sind immer so Kleinstmengen, die nur verkauft werden. Wir könnten versuchen, einen Export zu organisieren, aber das ist schwierig. Wir haben schon eine Exportroute. Und es sind auch nur vier Kunstwerke Überschuss. Also das könnte schwierig werden. Niemand will die haben. Das kriegen wir nicht hin. Eisen ist mittlerweile viel zu billig. Ei. Wir importieren Eisen, daran kann es liegen. Wir schauen mal, dass wir etwa 600 oder 700.000 Eisen weniger im Land haben. Eisen ist hier. Wir importieren Eisen von den Franzosen und zwar große Mengen. Oh, lala. Ja, passt auch zu den Franzosen. Das sind so große Mengen. Also wir könnten das komplett rausschmeißen. Stufe 24. Also, aber die macht ordentlich Profit. Wir könnten sogar versuchen, ob wir eine kleine Menge Eisen stattdessen exportieren, um das auszugleichen. Das darf aber nicht zu viel sein, aber so ein bisschen, ne? Zu den Preußen, Landroute, kein Konvoi. Ja, das wiederum wäre zu viel, aber es geht so. Das könnten wir machen. Zu den Briten, da wird der Preis in etwa hinkommen. Der darf nicht zu stark steigen. Wenn er zu stark steigt, haben unsere Stahlwerke und damit auch unsere Motorenwerke, die ja von billigem Eisen abhängig sind, ein Problem. Also das mit den Briten finde ich eigentlich okay. Oder wollen wir gleich auf einen Preis kommen dorthin? Wollen wir, dass das Eisen bei uns 40 kostet? Können es machen.
damit die Eisenminen auch kein Minus machen, ne? Das können sie auch später wieder stoppen. Eisenpreis wird sich gleich entwickeln. Dünger ist nur geringfügig zu billig. Das sind alles Dinge, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Wie gesagt, Wein können wir im Augenblick nicht beeinflussen. Alle anderen Preise haben wir gecheckt. Als Gesetz versuchen wir die Parlamentarische Republik zu machen, die wir gar nicht unbedingt brauchen. Bringt uns nur geringfügige Vorteile direkt, aber mittelbar große, weil die leidenschaftlich gerne von sehr vielen Interessengruppen nachgefragt wird, die Parlamentarische Republik. Und wenn wir die holen, wenn wir die bekommen, dann führt das dazu, dass wir danach andere Gesetze, die für uns relevanter sind, eher durchgesetzt bekommen, weil viele unserer Interessengruppen dann super hohe Zustimmung haben zu uns. Und wenn wir dann ein bisschen ein unbeliebtes Gesetz wiederum versuchen umzusetzen, dann ist das nicht so schlimm. Dann kriegen wir das eher, dann müssen wir die Folge nicht fürchten. Das ist unsere Kolonie. Die wächst allmählich an. In 30 Tagen gibt es nochmal einen Sprung voran. Gebäude ist im Bau, in einer Woche fertig. Wir haben Baukapazität bekommen, können weiterbauen. Und obwohl wir die Steuern erhöht haben, nicht mehr nennenswert mehr Radikale. Den Leuten geht's gut. Aber lass uns mal schauen, wie sich der Lebensstandard verändert hat, nachdem wir an der Steuerschraube gedreht hatten. Das würde mich echt sehr, sehr, sehr interessieren. Unser Lebensstandard, ich hatte mir das notiert, war zu Beginn, bevor ich die Steuer an der Steuerschraube gedreht und die armen Bürger ausgequetscht habe, lag belgienweit unser Lebensstandard bei 21,6 Punkten. Jetzt 21,5. Obwohl wir drastisch mehr Steuern verlangen. Das ist okay. Das ist okay. Akira meint, ob wir Probleme hätten bei der Herstellung von Glas, ob da Rohstoffe fehlen bei uns. Ich glaube nicht, ne? In 19 Tagen ist ja Wechsel. So, jetzt ist der erste Hafen hier fertig. Lass uns den mal anschauen. Und das bedeutet 100% Marktzugang. Und ab jetzt werden, wenn alle Waren, die hier produziert werden, stehen die auch dem ganzen belgischen Markt zur Verfügung. Und umgekehrt, alles, was woanders produziert wird, in Flandern, in Wallonien und wo auch immer, steht auch den Menschen hier zur Verfügung. Ein Riesenschritt voran gerade.